Viele Grüße aus Bratislava schicke ich euch. Ich bin hier mit dem Zug angereist und verbringe jetzt ein paar tolle Tage in Bratislava und nehme euch natürlich ein bisschen mit auf diesen kleinen Städtetrip und zeige euch, was Bratislava so zu bieten hat. Wer wie ich mit dem Zug nach Bratislava anreisen möchte, der sollte vor allen Dingen Wien auf den Schirm haben und zuerst mit einem der zahlreichen Direktzüge bis nach Wien reisen. So ein ICE gibt es zum Beispiel ab Dortmund, über Köln, Koblenz, Mainz, Frankfurt, Würzburg, Nürnberg, Regensburg, weiter nach Passau und dann rüber nach Österreich bis nach Wien. Angekommen in Wien kannst du dann in einen der zahlreichen Direktzüge springen, die dich bis nach Bratislava bringen. Und die Fahrt ist echt schnell gemacht, denn der Direktzug von Wien bis nach Bratislava ist gerade mal knapp eine Stunde unterwegs. Und hier habe ich übrigens während meines Städtetrips in Bratislava gewohnt. Ein mega süßes Apartment, direkt in der Altstadt. Und es hat eigentlich alles, was man braucht, ist perfekt für zwei Personen geeignet. Und es hat auch eine kleine Küche mit dabei. Und wenn du wissen möchtest, wo du diese Unterkunft buchen kannst, dann verlinke ich dir das hier drunter mit in der Videobeschreibung. Aber legen wir jetzt los und schauen wir uns an, welche tollen Highlights Bratislava zu bieten hat. Beginnen wir mit dem Michaela-Tor, ein wirklich echtes Wahrzeichen hier in Bratislava und jeder Tourist schaut dort mindestens einmal vorbei und du kannst dort sogar hinauf auf dem Turm, du siehst dort dieses Geländer und du kannst dir ein Ticket kaufen für ca. 6 Euro, dann heißt es ein paar Stufen erklimmen bis nach oben und von oben hast du wirklich einen traumhaften Blick über die Burg von Bratislava und über die komplette Altstadt. Sei am besten so früh wie möglich am Morgen dort, denn dann bist du dort oben fast noch ganz allein. Ein weiteres schönes Highlight ist der Hauptplatz hier in Bratislava. Ein wirklich sehr, sehr schöner Platz. Und auf diesem Platz befindet sich auch das Rathaus. Und wenn du magst, dann geh doch mal hinein in das Rathaus. Das ist kostenlos und du kannst dort auf den Hinterhof gehen. Und es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Hinterhof. Und du musst nur aufpassen, so ab 10 Uhr, wenn die Touristengruppen ankommen, dann kann es dort auf diesem Platz wirklich sehr, sehr voll werden. Und an dieser Bronzefigur führt kein Weg vorbei. Du wirst sie sehen, denn viele Touristen wollen sie fotografieren. Und weiter geht's mit der Hauptsehenswürdigkeit überhaupt in Bratislava, nämlich der Burg. Okay, also der Weg hier hoch zur Burg hat schon ein bisschen in sich, aber ist machbar. Und oben angekommen bei der Burg wird dich vor allem eins begeistern, nämlich der grandiose Ausblick, den du von hier oben hast. Mit Blick auf die Donau und auf das UFO, das du dort hinten siehst, auch eine Attraktion hier in Bratislava. Und geh doch einfach mal hinein in die Burg auf den Innenhof. Du kannst aber auch an der Seite der Burg einen der Seiteneingänge nutzen, denn von dort kommst du kostenlos in den wunderschönen Burggarten. Hier gibt es mehrere ganz tolle schattige Plätzchen, wo es sich lohnt, mal eine kleine Pause einzulegen. Und auf deinem Rückweg in die Altstadt, geh doch mal über die große Brücke hinein in das alte Gelände der mittelalterlichen Stadtmauer und schlendere dort ein bisschen herum. Die Stadtmauer kannst du ebenfalls kostenfrei betreten. Und ich empfehle dir, in der Altstadt einfach mal ein bisschen die Augen offen zu halten, denn es gibt wie diese Straße hier einfach viele wunderschöne Straßen mit richtig tollen Fotomotiven. Und nimm dir hierfür ein bisschen Zeit, bieg auch mal links und rechts in die Gassen ab und genieße die oft menschenleeren Straßen. Und wenn du auf der Suche bist nach einem richtig tollen Motiv mit Burgblick, dann geh auf jeden Fall hier an diese Stelle mitten in der Altstadt. Es lohnt sich sehr. Highlight Nummer 9, das Primatialpalais. Wirklich wunderschön. Dieser Brunnen, den du hier siehst, der diente übrigens früher einmal als Bestrafungsort. Ein wirklich wunderschöner Innenhof. Geh unbedingt dort hinein. Die St. Elisabeth-Kirche ist auch ein weiteres Highlight. Sie wird aufgrund der Farbgebung übrigens auch als blaue Kirche bezeichnet. Und einen Blick von innen kann ich dir leider nicht zeigen, denn zum Zeitpunkt, als ich da war, fand gerade eine kirchliche Trauung statt. Nur ein paar Minuten von der Innenstadt mit dem Bus entfernt befindet sich dieses beeindruckende Denkmal. Es ist ein Kriegsdenkmal zu Ehren der Sowjetsoldaten, die 1945 ihr Leben ließen. Und es ist angeblich Mitteleuropas höchstes Kriegsdenkmal. Ja, es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend.
Und du hast übrigens von hier oben auch einen wirklich gigantischen Blick über die Stadt Bratislava und kannst hier auch ein paar richtig schöne Fotos schießen. Eintritt kostet das hier nicht zum Kriegerdenkmal und du fährst am besten mit der Buslinie 147 direkt aus der Innenstadt hierher. Es dauert nur, ich glaube, 5 oder 6 Minuten und kannst dann direkt vor dem Kriegsdenkmal aussteigen. Der Bus hier hoch fährt leider nicht am Wochenende. Wenn du generell lieber mit diesem roten Oldtimer-Bus unterwegs bist und vielleicht nicht zu Fuß auf die Burg hoch möchtest oder hier zum Slawin-Denkmal hochlaufen möchtest oder mit dem Bus fahren möchtest, dann ist dieser rote Sightseeing-Bus ein Hop-on-Hop-off-Bus eine wirklich tolle Alternative. Den Link zu den Tickets findest du hier in der Videobeschreibung. Das hier sind übrigens die roten Stadtbusse, von denen gibt es hier sehr viel, aber Bratislava hat auch ein wirklich sehr gutes Straßenbahnnetz mit vielen praktischen Straßenbahnhaltestellen und die Tickets kannst du dann hier an diesen Automaten kaufen. Die findest du fast immer an den Stationen und du bezahlst hier nach Zeit, also zum Beispiel für ein 30-Minuten-Ticket 1,10 Euro, wirfst dann das Geld dort oben ein, unten kommt das Ticket raus und das stempelst du dann noch in Bus oder Straßenbahn ab. Aber denke daran, für den Automaten immer genug Kleingeld dabei zu haben. Hallihallo, guten Morgen hier an Tag 2 von meinem Städtetrip in Bratislava. Und heute steht ein kleiner Ausflug auf dem Programm, denn nicht weit entfernt von Bratislava steht die Burg Jevin. Und dorthin habe ich mich jetzt auf den Weg gemacht. Das geht mit dem Bus relativ schnell von Bratislava. Gerade einmal eine Fahrzeit von 15-20 Minuten ist die Buslinie 29, die direkt auch in der Innenstadt in Bratislava abfährt. Und ich nehme euch jetzt mal ein bisschen mit auf diese Burg, denn von dort soll man auch einen ganz wundervollen Ausblick haben. Und diesen wundervollen Ausblick, den hat man auf jeden Fall, das kann ich euch schon mal verraten. Wenn du aber nicht mit dem Bus aus der Innenstadt anreisen möchtest, dann kannst du auch eines der zahlreichen Boote nehmen. Es gibt nämlich richtige Ausflugstouren hierher mit dem Boot über die Donau hin und zurück. Den Link packe ich dir hier drunter in die Videobeschreibung. Also echt wunderschön hier diese Burg. Der Ausblick auf die Donau ist auch wirklich einmalig schön, kann ich sehr empfehlen. Eintritt habe ich 8 Euro gezahlt. Man sollte schon ein bisschen gut zu Fuß sein, denn um nach oben auf das Burggelände zu kommen, muss man schon erst noch ein Stückchen bergauf laufen. Aber ist alles halb so wild, kann man mit einer normalen Kondition gut schaffen. Nimm dir auf jeden Fall für deinen Besuch oben circa 1 Stunde Zeit. Das sollte gut ausreichen. Unbedingt einen Blick werfen solltest du auch auf das Donauufer und das UFO, ein weiteres, fast schon Wahrzeichen von Bratislava. Und hier an diesem Brückenpunkt hast du einen ganz wunderschönen Blick zum Sonnenuntergang. Nimm dir ein bisschen Zeit und wenn du magst, schlenderst du später am Donauufer zurück zum UFO, was auch ganz toll beleuchtet ist, und dann über die große UFO-Hauptbrücke wieder zurück in die Altstadt und genieße einfach diesen tollen Blick bei Nacht auf Bratislava. Mein nächstes Highlight hier in Bratislava ist eine absolute Ruheoase, nämlich der Botanische Garten hier in Bratislava. Mit der Straßenbahn ist man schnell hier. Die Fahrt dauert 5 bis 10 Minuten. Und der Botanische Garten hat auch direkt eine eigene Straßenbahnhaltestelle. Eintritt 4,50 und ich mag ja solche Orte immer mega gern, einfach weil sie solche Ruheoasen sind. Und wenn man sich mal ein bisschen erholen möchte von dem Trubel in der Stadt, in der Altstadt, dann finde ich es immer total schön, auch mal den Botanischen Garten in einer Stadt zu besuchen. Und dieser hier ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Schlendere hier also einfach ein bisschen durch die Wege und es gibt auch ein paar Gewächshäuser hier in diesem Botanischen Garten, wirklich mega schön. Als ich in diesem Garten war, waren nur noch gefühlt eine Handvoll anderer Touristen da. Man kann also richtig gut entspannen. Und wenn du magst, dann schau doch auch mal beim Präsidentenpalast vorbei. Man kann zwar leider nicht hinein, aber wenn du so wie ich gegen die Mittagszeit dort bist, dann stolperst du vielleicht auch in eine Wachablöse hinein. Und wie du hier sehen kannst, befindet sich hinter dem Präsidentenpalast ein super großes Gartengebiet, eine wirklich tolle Gartenanlage, eine richtige Ruheoase, wenn du mal auf der Suche nach etwas Entspannung bist.
Also mir hat es in Bratislava jedenfalls richtig gut gefallen. Zwei volle Tage solltest du schon einplanen, um dir hier auch wirklich das Wichtigste anzuschauen. Ich war sogar ja fast 4 volle Tage da und habe ja auch noch hier und da ein bisschen mir auch was außerhalb der Stadt angeschaut. Von daher wurde mir auch da nicht langweilig. Aber 2 volle Tage sind schon ja so ein Muss. Und was Bratislava angeht, da scheiden sich ja oft so ein bisschen die Geister. Ja, okay, es ist nicht Wien oder Paris, aber es ist trotzdem eine ganz wunderschöne Stadt und es lohnt sich auf jeden Fall, mal hier in die Slowakei zu kommen und sich Bratislava etwas genauer anzuschauen.